zweite Tischtennis-Bundesliga in der Stadthalle in Hilpoltstein. Der TV Hilpoltstein empfängt Bad Homburg. Und nach der Pause liegen sie 1:3 zurück. Beide Eingangsdoppel gingen verloren. Dazu ein glattes 0:3 von Alexander Fleming, der Hilpoltsteiner Nummer 1, gegen den Schweden Harald Andersson. Auf der anderen Seite konnte David Breitspies seine gute Form erneut unter Beweis stellen und gewann sein Spitzeneinzel gegen den starken Rumänen Rades Sipov. Nach der Pause also das hintere Paarkreuz mit Francesco Sanchi, dem Argentinier. Seine erste Saison hier in Hilpoltstein. Letzte Woche hat er ein Challenger-Turnier gespielt, das lief nicht ganz so gut. 1:5 in der Vorrunde, dann ausgeschieden. Und auch hier eine ganz schwere Aufgabe gegen Ekesi, den Ungarn. Und der hat im Doppel schon einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Immer wieder mit einer eigentlich gar nicht so harten, aber sehr platzierten und oft umgeklappten Rückhand. Die Hilpoltsteiner vor Probleme gestellt. Die Videos dazu gibt es teilweise als Stativaufnahme wie diese hier und teilweise als Zoom-Aufnahmen, alle in einer Playlist zu finden unter YouTube Reinhard Steinbrecher und dann die Suchworte Hilpoltstein gegen Bad Homburg 2019-02-10. Die einzelnen Spiele dann vielleicht noch den Namen dazu angeben. Das wäre hier Sanchi gegen Ekesi. Und da geht es jetzt los. 0-0. Aufschlag. Wer hat den Ball? Francesco Sanchi.
Come on! Thank you.
Zwei, Tor! Bravo! Ich bin schon mal gefahren.